Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur linearen Algebra, wo wir jetzt ganz allgemein den Zusammenhang zwischen einem Homomorphismus, also einer linearen Abbildung, und der zugehörigen Matrix hier klären. Also, wie immer unsere Standardvoraussetzungen. V und W seien K-Vektorräume, das schreibe ich gar nicht mehr extra hin. Klein Phi sei eine lineare Abbildung zwischen diesen K-Vektorräumen, also ein K-Homomorphismus. Dann wähle ich eine Basis geschwungen B von dem Urbildraum V. Der soll die Dimension n haben, also habe ich hier n-Vektoren. Und geschwungen C eine Basis vom Bildvektorraum W, W1 bis Wm, das heißt, der hat Dimension m. Wie immer bei Matrizen ist es wichtig, hier die Reihenfolge der Vektoren zu beachten, deswegen die runden Klammern. Also es sind geordnete Basen. Und dann kann ich, wie in den letzten Videos erklärt, die Matrix von Phi aufstellen, bezogen auf die Basen B und C. Also Phi in runden Klammern, rechts die Urbildbasis, links die Bildbasis, sei die Matrix. Und jetzt kommt eben die entscheidende Erkenntnis. Wenn ich jetzt irgendeinen Vektor nehme aus dem Urbildvektorraum V und den mit Phi abbilde, dann lande ich ja in W und dort kann ich diesen Bildvektor Phi von V bezüglich der Basis geschwungen C darstellen. Das steht hier. Hier der Index C bedeutet, ich bestimme jetzt die Koordinaten des Bildvektors, also den Koordinatenvektor des Bildvektors. Und dann ist das nichts anderes als Matrix von Phi mal, also das neue Matrix-Vektorprodukt, mal der Koordinatenvektor dieses abstrakten Vektors V. Oder noch kürzer geschrieben, eben Groß A Index Phi, Matrix-Vektorprodukt mit dem Vektor x, und mit x kürze ich jetzt eben den Koordinatenvektor von V bezüglich der Basis B ab. Also die Matrix beschreibt in diesem Sinne vollständig das Verhalten dieser linearen Abbildung. Ich muss nichts anderes machen, als Matrix mal Vektor zu nehmen. Dann kriege ich den Bildvektor der linearen Abbildung Phi bzw. dessen Koordinaten. So, und das beweisen wir jetzt. Das ist nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung der gesamten Notationen und Konzepte, die wir bisher entwickelt haben. Also wie da in Klammern schon gesagt, ich nehme den Koordinatenvektor des Vektors V bezüglich der Basis B. Der habe die Einträge x1 bis xn und den kürze ich ab mit klein x. Und das heißt doch nichts anderes, als dass V die Linearkombination xj, vj ist, weil das sind ja gerade die Koeffizienten von dieser Basisentwicklung. Und warum ich hier den Index j nehme, nicht i, wird nachher klar, dass wir die Reihenfolge ij bekommen. So, und jetzt gucke ich mir an, was Phi mit diesem Vektor v macht. Das ist Phi von eben jetzt hier Basisentwicklung von v, das hier eingesetzt. Und jetzt ist Phi eine lineare Abbildung, das heißt, ich darf es in die Summe reinziehen und ich darf auch die Skalare aus Phi rausziehen. Also wird das hier zu diesem Ausdruck. Und jetzt setze ich ein, wie die Matrix definiert ist. Wenn ihr euch da nicht erinnert oder das Video nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt 2, 3 Videos früher schauen, wie man die Matrix einer linearen Abbildung aufstellt. Phi von Vj ist ein Element des Bildraumes W. Als solches kann ich es darstellen bezüglich der Basis geschwungen C, die aus den Vektoren W1 bis Wm besteht. Und genau das habe ich hier gemacht in grün. Das heißt, diese Dinger, die Bilder der Basisvektoren, ersetze ich jetzt eben durch deren Entwicklung nach der Basis W1 bis Wm. Und die Koeffizienten hatten wir A, I, J genannt. Und das war gerade die Definition der Matrix-Einträge. Und jetzt seht ihr auch, warum ich die Summe über J habe laufen lassen. Dann steht hier nämlich A, I, J nachher und nicht A, J, I. So wie wir es halt gewohnt sind. So, und jetzt werde ich das hier ein bisschen umsortieren. Zunächst mal, hier steht xj mal eine Summe. Nach Vektorraumaxiom Skalar 2 heißt es, ich darf hier Skalare in so eine Linearkombination reinziehen. Das ist letztendlich sowas wie das Distributivgesetz. Das mache ich. Also ich ziehe dieses xj hier in diese grüne Summe rein und dann vertausche ich gleich noch xj und aij. Das darf ich ja, weil im Körper ist die Multiplikation ja kommutativ. Und außerdem darf ich es erstmal hier ranschreiben, auch wegen Skalarmultiplikations
Axiom S4. Ich hoffe, die Zahlen stimmen, aber es sind halt irgendwelche Vektorraumaxiome. So, dann lande ich bei diesem Ausdruck und jetzt stehen hier ja einfach endliche Summen. Die darf ich nach Belieben vertauschen, weil die Addition ja kommutativ ist in meinem Vektorraum. Sortiere also so um, dass am Ende eine Summe von i gleich 1 bis m außen steht, über die WIs, dann habe ich nämlich wieder eine Basisentwicklung und hier drin stehen dann einfach als Koeffizienten von dieser Basisentwicklung diese Ausdrücke. Summe j gleich 1 bis n a i j x j. Und jetzt bin ich eigentlich schon fertig, weil, wenn ihr euch das hier anschaut, das ist nichts anderes als das Matrixprodukt. Okay, präziser sollte ich sagen, das ist die i-te Komponente. Das Matrix-Vektorprodukt ist ja ein Vektor mit m Komponenten und die i-te Komponente ist genau durch diesen Ausdruck hier gegeben. Das seht ihr hier nochmal aus dem letzten Video. Matrix-Vektorprodukt war so definiert. Und ein solcher Ausdruck, das hier wäre die erste Komponente, also Summe j gleich 1 bis n, a1 j, xj und die i-te Komponente sieht dann entsprechend so aus. Und was steht jetzt hier? Hier steht doch, wenn ich den Bildvektor bezüglich der Bildbasis W1 bis Wm entwickle, kriege ich diese Koeffizienten. Ja, aber das sind doch genau die Einträge vom Koordinatenvektor von diesem Ding hier. Also steht hier nichts anderes als das, was ich zeigen wollte, nämlich dass der Koordinatenvektor von Phi von V bezüglich der Basis B nichts anderes ist als das Matrix-Vektorprodukt. Fertig. So würdet ihr den Beweis jetzt an der Uni hören, nur dass der Dozent wahrscheinlich doppelt oder dreifach so schnell das machen würde. Für einen Anfänger sind natürlich all diese vielen Indizes und Summen und Schritte zu viel, würde ich sagen. Also völlig okay, wenn ihr da irgendwo ausgestiegen seid. Deswegen schauen wir uns das jetzt nochmal in Ruhe an, und zwar für den Spezialfall m gleich n gleich 2. Da versteht man nämlich schon alles, was passiert. Und wenn man das einmal aufgeschrieben hat, dann kann man auch mit gutem Gewissen mit diesen endlichen Summen bis zu irgendwelchen m's und n's rumhantieren und die beliebig vertauschen. Also, wir gucken uns diese ganze Rechnung nochmal ausführlich an. Ich starte mit dieser Summe. Wie gesagt, n und m sind 2. Das heißt, in grün habe ich hier diese Summe. a 1, 1, w 1 plus a 2, 1, w 2. Ja, einfach i läuft von 1 bis 2, dann ist das die grüne Summe. Und von der weißen Summe starte ich mit j gleich 1, also steht hier ein x1. Und dieses Plus, das steckt jetzt in diesem Summenzeichen drin, plus für j gleich 2, x2 mal und dann der grüne Ausdruck, wenn j jetzt eben 2 ist. Das heißt, da steht jeweils eine 2 und es läuft wieder die Summe i gleich 1 bis 2. Okay, vergleich das genau. Jetzt habe ich dieses Ding hier ausgeschrieben. Und wir müssen zeigen, dass am Ende das hier rauskommt, eben wieder für m und n gleich 2. So, jetzt kommt das Skalarmultiplikationsaxiom, dass ich hier skalare Produkte, das ist ja ein Element vom Vektorraum W und hier steht ein Skalar aus dem Körper, das darf ich jetzt einfach in die Summe reinziehen. Also letztendlich wie distributives Rechnen, das habe ich hier gemacht, das ist jetzt die erste Klammer aufgelöst, plus das gleiche nochmal, die zweite Klammer aufgelöst. Jetzt sagt mir Skalarmultiplikationsaxiom Nummer 4, wenn hier sowas dasteht, darf ich die Klammern verschieben. Das heißt, ich darf die beiden Skalare multiplizieren und dann Skalar mit dem Vektor. Und selbstverständlich, weil ich hier in einem Körper bin, der kommutative Multiplikation hat, darf ich die beiden vertauschen. Das habe ich hier gemacht, genauso hier, hier und hier. So, und jetzt sortiere ich um. Das war eben dieser Schritt vorher, der mit den Summenzeichen wahrscheinlich unübersichtlich oder nicht direkt zu verstehen ist, wenn man es nicht schon mal gemacht hat. Hier steht was mit W1, hier steht was mit W1. Das ziehe ich nach vorne zusammen. Das darf ich natürlich, weil Addition in einem Vektorraum kommutativ ist. Dieser Ausdruck und dieser Ausdruck enthält W2. Den schreibe ich nach hinten. Und vielleicht seht ihr schon, hier steht jetzt nichts anderes als dort, aber auch das führen wir noch mal aus. Also ja, einen Zwischenschritt sollte man unbedingt noch machen. So, und jetzt hier, das ist nicht S2, sondern S3, auch wieder ein Vektorraumaxiom. Ich darf, wenn ich sowas hier habe, und hier steht der gleiche Vektor, darf ich das auch so schreiben.
also quasi den Vektor hier ausklammern, in Anführungsstrichen. Hier hinten mache ich das Gleiche, ich ziehe das W2 raus, dann steht das da. Und jetzt habe ich hier vorne doch die Summe über A1j, xj, guck dir das an, hier vorne steht eine 1, da steht eine 1 und dieser Index läuft. Die 1 und die 1 und die 2 ist diese Summe hier mal W1 plus das gleiche hier, nur dass jetzt vorne eine 2 steht, also A2j, xj. Und jetzt schlussendlich kann ich noch das Ganze als eine Summe über i gleich 1 bis 2 schreiben, wo hier wi steht. Bei dem ersten habe ich hier vorne mein i gleich 1, beim zweiten habe ich hier mein i gleich 2. Und das ist jetzt tatsächlich genau die endliche Summe, die wir oben hatten. Also ihr seht, wenn manchmal was nicht klar ist in der Vorlesung, weil ein Professor oder Dozent, dem ist das so klar, der wird da keine Zeit mit verschwenden, das irgendwie hinzuschreiben, setzt euch wirklich mal hin, macht es für einen Spezialfall. Wenn ihr das einmal in eurem Leben gemacht habt, dann könnt ihr ab dann immer mit gutem Gewissen sagen, ah ja, klar, endliche Summe kann ich vertauschen, habe ich ja mal verstanden. Aber wenn man es einfach nur macht und so denkt, ah, ich weiß nicht so ganz, was da dahinter steckt, ist unglücklich. So, hier muss ich wieder hinschreiben, das ist die IT-Komponente meines Matrix-Vektorproduktes. Okay, das beschließt den Beweis dieses Satzes, der den Zusammenhang zwischen linearer Abbildung und der zugehörigen Matrix klärt. Mit ein bisschen Routine werdet ihr da feststellen, das könnt ihr auch selber dann. Da steckt gar nicht viel dahinter, man muss nur die Notation richtig eingeführt haben und hier so ein paar grundlegende Dinge wie Linearität anwenden und eben Definition der Matrixdarstellung. Irgendwann, wenn sich also das alles ein bisschen gesetzt hat bei euch, würde ich prophezeien, dass ihr einen solchen Beweis dann auch selber hinschreiben könnt. Nur, wenn man das zum ersten Mal sieht, ist das natürlich schockierend und unübersichtlich wegen der vielen Indizes und Summen, aber es steckt am Ende gar nicht so arg viel dahinter. Okay, im nächsten Video erkläre ich euch noch, wie man diese Aussage mit Hilfe von einem sogenannten kommutativen Diagramm darstellen kann. Und danach kommen dann auf jeden Fall noch mal ein, zwei Beispielvideos zu eben genau dieser Aussage. Wer bisher durchgehalten hat, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren.